20. Sitzung der Piratenfraktion und anderer im Abgeordnetenhaus. Tagesordnung. Gibt es Widerspruch zu meiner Sitzungsleitung? Ist nicht der Fall, wäre auch nicht erlaubt. Vielen Dank, ich mache das. Dann haben wir abwesend mit Delegationen. Phil ist nicht da. Delegiert an Wolfram. Der ist, hat sich abgemeldet, ist also auch entschuldigt. Oliver hat sich ebenfalls abgemeldet und delegiert an Fabio. Der hat auch schon, beide haben ihre Ersatzbömmelchen. Anwesend sind also Alexander Spieß, Icke, Simon Weiß, Simon Kowaleski, Wolfram Pries, Heiko Herberg, Alexander Morlang und Fabio Reinhardt. Abwesend ohne Delegation, hat sich abgemeldet, ist Gerwald. Pavel hat sich nicht abgemeldet, ist aber trotzdem abwesend. Andreas hat sich auch nicht abgemeldet, ist auch dennoch abwesend. Christopher ebenso und Susanne auch. Damit sind wir... Was? 2, 4, 6, 8. Wir sind beschlussfähig. 9 oder 10 im Juni mit. Das Pad sagte mir etwas anderes, das war falsch, aber jetzt ist es richtig. Wir haben Änderungswünsche zur Tagesordnung. Der erste Antrag auf Änderung der Tagesordnung ist das Einfügen eines Tagesordnungspunktes 721. Organstreit oder Organverfahren wegen Verletzung Artikel 59 Absatz 3 Satz 2 Verfassung von Berlin. Gibt es Widerspruch zum Einfügen dieses Tagesordnungspunktes? Das ist nicht der Fall, dann machen wir das. Zweitens der Antrag zum Hinzufügen des Tagesordnungspunktes 621. Kein Ausschluss von Vertretungen. Das sieht komisch aus, aber stimmt. Vertretung der Schulen in freier Trägerschaft von der Mitbestimmung in schulgesetzlich verankerten Bezirks- und Landesgremien. Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Berlin, Schul-G Berlin. Gibt es dazu Widerspruch? Auch das sehe ich nicht. Dann fügen wir den Tagesordnungspunkt so ein. Kommen wir zu Ankündigungen und Ansagen. Haben wir heute nicht. Auch gut. Finanzen stehen im PET. Heiko war fleißig und wir können zur Genehmigung des Protokolls zur letzten Sitzung kommen. Hat jemand Aussprachebedarf? Ist nicht der Fall, dann schreiten wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, dieses Protokoll anzunehmen? Nö, das war die Sitzung nach der Schnellsitzung. Das ist einstimmig bei Enthaltung von Herrn Morlang angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen zur aktuellen Viertelstunde mit Gästen. Jetzt ist mir schon angekündigt worden, dass wir einen Gast da haben, der auch gerne was sagen würde. Insofern, nur mal kurz, wir versuchen es wirklich bei einer Viertelstunde zu halten. Nee, du kannst schon mal vorkommen, da setz dich einfach vorne an so einen freien Platz. Das kannst du auch machen. Nur kurz, wir versuchen es wirklich bei einer Viertelstunde zu halten. Insofern werden wir die Diskussion auch kurz halten. Genau. Erst wenn du sitzt und in den Stream reden kannst. Ansonsten kannst du es einfach liegen lassen und wir verteilen das selbstständig. Genau. Also wenn du dich kurz vorstellst und es wissen nicht alle, worum es geht, wir haben es uns aber vorher schon mal angeguckt. Das Mikro aufklappen und den Knopf in der Mitte drücken, solange bis es leuchtet. Dankeschön. Ja, hallo, ich bin Carsten Joost von der Ideenwerkstatt Freudenberg Areal, aber auch aktiv natürlich in der Piratenpartei als parteiloser Bürgerdeputierter im Stadtplanungsausschuss Friedrichshain-Kreuzberg, ihr wisst. Und die Sache um das Freudenberg-Areal, Friedrichshain-Boxhagener Straße, Ecke Holteilstraße, das große Areal, das die Bauwert Investment Group bewahren will, ist ja ein Skandalthema seit über 2 Jahren, wird heftig diskutiert. Aktuell läuft ein Bürgerentscheid, ein Bürgerbegehren gegen diese Art der Bebauung, gegen die Dichte der Bebauung. Wir arbeiten ja auch mit alternativen Bildern, also seit langem streiten wir für die Halbierung der Baumasse und einer Neuplanung auf Grundlage eigentlich des BVV-Beschlusses von 2010. Also der Klassiker, hier wird Planungsrecht mal wieder gebogen, weil der Investor immer versprochen hatte, soziale Zugeständnisse zu machen. Jetzt steht der Bürgerentscheid bevor, wir haben über 7000 Unterschriften, müssen in einem Monat abgeben, das wird was. Im Sommer wird es also eine Abstimmung in Friedrichshain-Kreuzberg geben, eine hoch aufgeladene Stimmung. Wir müssen allerdings in der aktuellen Situation klagen gegen den Bauvorbescheid der Senatsverwaltung. Also der Investor hat doch tatsächlich
Das tut man nicht unbedingt üblicherweise. Eine Bauvoranfrage für dieses riesige Areal, 660 Wohnungen gestellt und auf im Widerspruchsverfahren auf Senatsebene dann sogar das gestattet bekommen. Also einen positiven Bauvorbescheid in der Tasche, der den Bezirk jetzt quasi zwingt, auf dieses komplette, ja, wir bezeichnen es gerne als Blockmonster, per Bauantrag und Genehmigung durchzuwinken. Und das ist in der Größenordnung des Grundstücks einmalig eigentlich. Also hier ist auch eine Frage der Baukultur. 2,6 Hektar, 660 Wohnungen per Bauantrag. Also das ist auf Grundlage dieses Baulückengesetzes, Paragraph 34, genehmigt. So, und dagegen muss unbedingt geklagt werden. Wir haben die Naturfreunde Berlin als Verband im Boot, die für die Initiative eine Verbandsklage einreichen. Das ist ganz, finden wir ganz toll. Es wird also kein Nachbar alleine da stehen. Die Naturfreunde Berlin sind ja da sehr offen für solche Angelegenheiten und unterstützen das sehr. Die Klage bezieht sich juristisch auf den Schwachpunkt Einzelhandelsflächen. Da gibt es eine offene Flanke an der Stelle. Die ist ein bisschen groß und wenn man sie vor allem zusammenzählt mit den ganzen Einzelhandelsflächen, die er da plant, kann man eine Umweltverträglichkeitsprüfung eigentlich hier bemängeln, dass es die nicht gibt in dem Verfahren. Das ist der Hauptansatzpunkt juristisch in der Klage. Ich will gleich dazu sagen, ich bin ja hier, um von euch zu bitten, dringend zu überlegen, ob ihr die Klage finanziell unterstützt, aus eurem Budget. Die Klage, also wie gesagt, bezieht sich da relativ, also in der juristisch umstrittenen Zone der Einzelhandelsflächen. Das ist die Addition von mehreren Einzelhandelsflächen, ist so eine Sache. Kann man aber in dem Fall, weil es ja nur um die Verfahrensfrage geht, mal als Schwerpunkt bringen und natürlich die ganzen anderen Fragen der übermäßigen Verdichtung, der katastrophalen Mangelsituation in Friedrichshain Südost, also dieser Bezirksteil Ostkreuz, Frankfurter Allee, Warschauer, Kita-Frage, keine Flächen mehr für Grundschulneubauten, also mittlerweile fehlt nicht nur das Geld für Infrastruktur, sondern überhaupt die Flächen. Das ist strukturell dramatisch und deswegen auch der heftige Widerstand gegen diese Durchwinkerei an der Stelle. Die Klage muss zeitnah eingereicht werden. Das ist der Bauantrag der Bauwert Investment Group liegt ja schließlich zur Bearbeitung im Amt und wird Mitte Februar auch zu einer Baugenehmigung führen. Wir mussten aus verschiedenen Gründen auch finanztechnischer Art leider erst, das hat gedauert, bis wir die Klage jetzt inhaltlich und strukturell am Start haben. Wir brauchen aber natürlich noch Geld und beklagen den Bauvorbescheid zunächst und müssen dann wahrscheinlich, wenn die Baugenehmigung da ist, noch ein Widerspruchsverfahren anstrengen auf Aussetzung des Vollzugs der Baugenehmigung. Also zwei Verfahren, ein teures, ein möglicherweise nicht so teures. Da brauchen wir dringend finanzielle Unterstützung. Das Geld gibt es auch wieder zurück, wenn wir erfolgreich sind. Und allerdings ist die Erfolgsaussicht gering, aber es lohnt sich trotzdem. Vor allem, weil hier ein Stück Baukultur auf dem Spiel steht, künftig solche großen Flächen generell ohne Bebauungsplanverfahren zu machen, das geht gar nicht. Also hier ist ein juristischer Präzedenzfall eigentlich, den wir eigentlich gewinnen müssen und auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit dazu machen wollen. Und es wäre schön, wenn ihr die Initiative dabei unterstützt. Danke. Oh, erstmal ganz grundsätzlich, ich würde dann, Fabio hat uns, den willst du noch was dazu sagen im Laufe der Diskussion jetzt? Oder? Okay, ganz grundsätzlich, also wir haben das mal prüfen lassen, ganz allgemein. Für uns als Fraktion ist es schwierig, der Klage beizutreten. Wir können halt von unserem Klagerecht als Verfassungsorgan Gebrauch machen. Das würde hier aber nicht greifen, da wir erstens nicht direkt betroffen sind und zweitens nicht ist irgendwie in unserer parlamentarischen Arbeit, es ist auch kein Gesetzesverfahren, das wir angreifen, sondern es ist ein bestehender Paragraph, der halt so ausgelegt wird. Das Zweite ist, wenn wir nicht selber mitklagen, dann können wir schlecht als Fraktion Geld dafür ausgeben. Selbst wenn wir klagen und Geld ausgeben, dann muss der Gegenstand einer Klage sehr eng an unserem parlamentarischen Wirken liegen. Also wir haben zum Beispiel schon Diskussionen darüber, ob
eine Klage, die wir als Fraktion zusammen mit den einzelnen Abgeordneten einreichen, zur Stärkung der Rechte einzelner Abgeordneter unserem Fraktionszweck entspricht. Verstehst du? Also wenn irgendwie die einzelnen Abgeordneten gegen den Rechtsstand einer Fraktion vorgehen wollen oder sich da emanzipieren wollen, ist das schon ein Grund anzuzweifeln, ob wir... Insofern ist es schwer. Was möglich ist natürlich immer darüber hinaus, ist zum Beispiel die Abgeordneten zu Spenden aufzurufen. Das haben wir schon mehrfach so gemacht, dass wir auch selbst eingetreten sind für Dinge, die wir als Fraktion gut finden, wo es rechtlich halt schwierig ist, Fraktionsmittel aufzuwenden. Da wird es helfen, wenn es einen gemeinnützigen Träger gibt, weil natürlich das immer gut ist für Spenden. So, ne? Ist klar. Dann haben wir uns das mal angeguckt. Also auch nach Einschätzung unseres Justizariats ist, das hast du ja schon gesagt, also eine Verbandsklage aufgrund von Naturschutzgesetzen, also Berliner Naturschutzgesetz, wir haben ja rausgesucht, Paragraph 46 und 64 Berliner Naturschutzgesetz, ist schwierig, weil nicht ganz klar ist, ob der Bauvorbescheid, und das ist ja jetzt gerade der Stand der Dinge, überhaupt Klagegründe nach Gesetz erfüllt. Ja, das müsste man noch mal genauer erklärt bekommen, weil wir jetzt auch nur eine kurze Eingabe hatten. Die Naturfreunde Berlin sind natürlich klageberechtigt, das ist völlig klar. Dann wäre, also eigentlich wäre es wahrscheinlich sinnvoller, dass jemand von den Anwohnerinnen und Anwohnern tatsächlich klagt für die Erfolgsaussichten, so vielleicht zusammen mit dem Verband. Jedenfalls sind naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen erstmal für den Paragraph 34 nicht relevant. Also erstmal ganz grundsätzlich ist es schwierig. Und dann ist die Frage noch, wenn du sagst, die Baugenehmigung selber soll jetzt erst ergehen, ne? Habe ich dich richtig verstanden, genau. Dann hast du ja auch immer noch ein Jahr Widerspruchsfrist dagegen. Das heißt, ein organisierter Widerspruch würde ja das Verfahren schon mal auch erheblich verkomplizieren für die eingeschlossenen Verwaltungen. Also wenn du jetzt da zumindest beim Bezirk widersprichst, ist es dann schwierig. Wenn sich der Senat das gleich als oberste Landesbehörde an sich zieht, ist vielleicht ein Widerspruch nicht besonders erfolgversprechend, aber kann halt auch das ganze Verfahren noch in die Länge ziehen. Also, jetzt habe ich noch eins. Vielleicht kann ich erstmal darauf kurz noch eine Erläuterung dazwischen bringen, also sonst vergesse ich das alles wieder. Schön wäre es, wenn du nochmal sagen würdest, welche naturschutzrelevanten Gründe genau vorgebracht werden, weil das vielleicht nochmal was klärt, und dann habe ich noch zwei, drei Aussagen. Es geht hier um die fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung, die ja Teil der Bauleitplanung ist. Die hat im weitesten Sinne was mit dem Umweltbereich zu tun. Danke. Da sind aber auch andere Themenbereiche drin, also da geht es ja um das Schutzgut Mensch und Umwelt. Das ist sozusagen gedehnt, also in der Klageberechtigung der Naturfreunde, aber wir sind der Meinung, das ist schon okay, weil die Naturfreunde ja auch gleichzeitig ganz stark beklagen, dass die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, und da sind sie ja beteiligungsberechtigt, auch ausfällt. Und das sind zwei Komponenten, die zusammen unserer Meinung nach reichen, weil wir haben diese Eidechsen halt nicht auf dem Grundstück und die seltenen Pflanzen. Im Moment sind da schon tiefe Löcher und so weiter. Das sieht ganz übel aus. Und wir hatten auch einen Nachbar, der klagewillig war. Es ist eine persönliche Belastung für die einzelnen Personen, und es wäre dann die Option, dass er den Widerspruch gegen den Vollzug der Baugenehmigung einreicht. Das ist so die Variante, die wir vor Augen haben. Aber erstmal die fundierte Klage auf breiten Füßen des Verbandes, auch wenn es Nachteile hat. Aber es hat auch wieder Vorteile, weil der Verband viel besser das Verfahren einklagen kann. Also die Bauleitplanung, an der er zu beteiligen gewesen wäre. Ja.
So, und das ist ein bisschen, wie gesagt, die Erfolgsaussicht ist nicht so ganz riesig, aber da wir hier eine quasi Rechtsgeschichte schreiben müssen und da ist selbst ein verlorenes Verfahren, wo wir noch im Oberverwaltungsgericht weitergehen, wo wir aussichtsreicher sind, wesentlich aussichtsreicher als in der ersten Instanz. Wir hoffen fast, dass wir abgewiesen werden in der ersten Instanz, dann entstehen keine Kosten und gehen gleich zum OVG. Das wäre das Ideale, weil wir werden in Berlin natürlich scheitern erstmal. Wichtig ist, dass man aber den Bauvorbescheid erstmal beklagt hat, bevor man dann die Baugenehmigung beklagen darf oder widersprechen darf. Weil dann, sonst hätte man das akzeptiert, wenn man nicht schon im Vorfeld den Bauvorbescheid beklagt hat. Ja, du musst ja nicht, um kenntlich zu machen, dass du es nicht akzeptierst, reicht ja ein Widerspruchsverfahren. Du brauchst ja keine Klage führen. Es wurde uns gesagt, gegen einen Widerspruchsbescheid kann man keinen Widerspruch mehr einlegen, da geht nur die Klage. Das ist unsere Information von der Senatsverwaltung. Ja, das ist ein bisschen. Achso, ihr habt schon Widerspruch eingereicht sozusagen. Der Bauvorbescheid ist praktisch das Resultat eines Widerspruchsverfahrens. Alles klar, okay. Ja. Nee, da geht nur die Klage, da hast du recht, völlig egal. Also erstmal hätten wir, um weiter entscheiden zu können, überhaupt das uns genau angucken zu können, gerne eine Klageschrift, wenn ihr das könnt. Also das ist eure Frage, eure Sache. Schwierig. Ist natürlich schwierig, aber das ist einfach notwendig, weil es mündlich dann auch nicht reicht, ja, um das zu begutachten. Dann kann ich dir sagen, also gerade Paragraph 34, der berühmte, ja, also die Frage, inwieweit geht das, dass es das Bauvorhaben ohne Genehmigung städtebaulich vertretbar sind noch. Ja, also in dem Umfang möchte ich das bezweifeln. Und auch was steht da noch alles drin? Wenn es keine größeren Nutzungsänderungen gibt, ich meine, wenn da vorher so eine Grünfläche war und da steht dann ein großes Haus, ist jetzt vielleicht dann doch auch eine Nutzungsänderung, die signifikant ist. Da haben wir schon ein großes Interesse dran, auch hier im Abgeordnetenhaus tätig zu werden. Nur direkt eine Klage beteiligen, sehe ich halt derzeit schwierig. Was halt gut wäre, ist, wenn es gerade, weil du hast ja sicherlich, ich kann das nicht einschätzen, aber wenn du sagst, das Bauvorhaben ist schon eine besondere Größe und nochmal ein besonderer Anwendungsbereich von Paragraph 34, dann wäre das ja auch ein Anlass, hier nochmal drüber nachzudenken, über diesen Paragraphen und dessen Anwendung mal zu diskutieren, das halt auch im gesetzgeberischen Verfahren mal zu tun. Und das kann man gerne anbieten. Da haben wir die Möglichkeit, eben gesetzgeberisch tätig zu werden. Jetzt gucke ich gerade nochmal. Es gab ja mal, verfassungsrechtliche Bedenken, die aber inzwischen nicht mehr gelten. Das müssten wir dann uns nochmal genau angucken. Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Paragraph 7 konkretisiert das. Und also diese Sachen uns genau anzugucken, das können wir auf jeden Fall tun und euch auch kampagnentechnisch unterstützen. Wenn es dann um Spenden geht und ihr einen Spendenempfänger heißt, auch gerne Spendenaufrufe weiterleiten, weil das Problem wird uns ja bestehen bleiben. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur bei euch Freudenberg-Areal, das wird Elisabeth Aue, wird es nicht ganz anders aussehen. Und wenn ich an den Themenpark denke, sieht das auch schlecht aus. Und formal ist sogar, wie ich jetzt neulich gelernt habe, der Mauerpark, wenn man ihn bebaut, keine signifikante Nutzungsänderung. Also, auf jeden Fall. Also wir werden das weiter begleiten müssen und dann nehmen wir natürlich auch gerne euch als besonders schlechtes Beispiel. Also nicht euch, sondern den Plan. Hast du noch was? Ja, ich glaube, das Relevante wurde gesagt, hast du gut zusammengefasst. Und die Frage wäre natürlich, wenn ihr sozusagen einfach schon mal die letztendlich bestimmte finanzielle Unterstützung braucht, um überhaupt eine erste Klageschrift anfertigen zu lassen zu können, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ihr schon mal eine Zahl nennen könntet. Und dann könnte man vielleicht überlegen, ob man tatsächlich hier nochmal zu Spenden aufruft, möglicherweise dann schaut, welche konkrete Unterstützung, Martin hat es ja ungefähr schon angerissen, eben von Seiten der Fraktion erfolgen kann. Finanziell anscheinend eher schlecht, aber selbst die Anfertigung einer ersten Einschätzung durch das Justiziariat ist ja schon mal eine Hilfe. Auf jeden Fall. Jede Schrift, die zu diesem Thema angefertigt wird, ist ja schon mal eine Hilfestellung, auch wenn sie sozial noch so klein ist. Dann kann man halt schauen, welche konkreten Unterstützung man gewähren kann und dann könnte man vielleicht auch versuchen, wenn jetzt zum Beispiel 3-4 Abgeordnete sagen, sie gehen da privat ein bisschen in Vorleistung, dann könnte man ja trotzdem sagen, auch die Piratenfraktion unterstützt es, auch wenn die Fraktion selbst aus ihren Mitteln da nichts hinzuschießt und darüber das dann eben auch zumindest politisch medial begleiten und sehr guter Hinweis, eben den 34er nochmal
in Angriff nehmen. Wir wollen uns ja dieses Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eh noch ein bisschen stärker auch mit dem Verhältnis zwischen Senat, also Landes- und Bezirksseite auch beschäftigen. Das gehört auf jeden Fall mit rein. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, dass wir da in Kontakt bleiben. Also, wenn man ganz konkret, ihr könnt auch gerne, wenn ihr so Koordinationstreffen macht oder vielleicht von der Fraktion aus was tut in Erfein, dann schreibt uns doch bitte auch an und dann können wir auch vorbeikommen. Also dann, das ist ja ein stadtpolitisch relevantes Thema, das, wo wir jederzeit auch argumentieren können als Fraktion, da Ressourcen drauf zu werfen. Ich meine, in dem Fall wird es, da das schon breit diskutiert ist, das Thema des 34ers und seiner Anwendung, keinen großen Sinn machen, so ein WPD-Gutachten zu machen, also ein Gutachten des wissenschaftlich-parlamentarischen Dienstes. Das müsste aber auch zu prüfen sein, wenn wir darüber hinaus, also unsere eigenen Vermerke können wir ja auch gerne veröffentlichen und euch zur Verfügung stellen, wenn wir dann eben auch in eine Diskussion hier im Haus darüber eintreten können, wie das in Zukunft passieren sollte, was Herr Geisel da so alles vorhat, dann können wir euch da, glaube ich, auch schon unterstützen damit. Also da es sich bei dem Widerspruchsverfahren ja um ein Verfahren auf Senatsebene handelte, solche großen Projekte werden ja dann eins weitergereicht, wäre es natürlich toll, wenn ihr vielleicht, es wurde ja sehr großzügig ausgelegt, die juristische Frage, man kann den 34 auch ganz anders sehen, vielleicht per Anfrage mal nachfragt, wieso denn so großzügig hier umgegangen wurde, also eine kleine Anfrage, oder ein kritisches Gutachten in Auftrag geben, ist natürlich der absolute Hit. Eigentlich spielt diese Musik hier auf Senatsebene und gar nicht auf Bezirksebene. Und ich würde euch dann also gerne eine Zusammenfassung der Klageschrift mal zukommen lassen, in Verbindung mit einem Spendenaufruf. Ich weiß nicht, ob die Fraktion selber spenden kann, wahrscheinlich nicht, aber dann halt gerne an euch gerichtet. Ihr kriegt ja eine Menge Geld hier, das ist ja schön auch. Und habt ihr, glaube ich, auch ein bisschen mehr gekriegt. Also das wäre ganz klasse, wenn wir so 1.000 Euro insgesamt zusammenkriegen würden, wäre toll, gerne mehr. Weil später müssen wir, falls wir verlieren, natürlich die Gegenseite bezahlen und es wird dann zeitnah, sind wir eigentlich erstmal ganz gut im Rennen. Ja. Okay, dann machen wir das und werden uns auch um das Thema kümmern. Wie gesagt, Anfragen sind Sachen der Abgeordneten, da können wir natürlich auch nur so ein bisschen anstupsen. Ich mache das immer gerne, wenn ich Fragen bekomme, lasse ich immer nochmal Referenten drüber gucken und reiche die dann auch gerne ungesehen so ein. Da kommt dann die Zahl meiner Anfragen her. Also wenn du irgendwie ein paar Fragen hast, dann schickst du mir einfach per E-Mail. Okay. Dann kann man die auch stellen. Ansonsten ist das ein gutes Beispiel für 1.000, wie viel sind es jetzt? 100.000 Sozialwohnungen und Neubau und so weiter. 2 Millionen Sozialwohnungen? Also werden doch jede Woche mehr bei Herrn Geisel, wie viele Sozialwohnungen er... Genau, aber die müssen ja auch irgendwo herkommen und der will ja bauen und bauen und bauen. Insofern wird uns das Freudenberg AG ja sicherlich gut als Beispiel dienen. Ja. Ne? Dankeschön, genau, dass du es vorgestellt hast. Ja. Machst du noch aus, da, das Licht? Danke. So, ja, gucken wir mal, ob die anderen betroffenen Stadtteile auch so aktiv sind und zu uns in die Fraktionssitzung kommen. Ja, so Leute, die in Pankow tätig sind, wir haben ja Abgeordneten, nee, du bist ja auch nicht Pankow, Pankower Abgeordnete, doch, Herr Lauer wohnt noch in Pankow, der kann sich ja mal mit den Initiativen da auch kurz schließen. Pankow-Buch ist nicht Pankow, das ist Brandenburg. Naja, um hier einen Kontakt herzustellen, Vernetzung, verstehst schon, Bürgerbeteiligung. So, dann haben wir einen Tagesordnungspunkt, warte mal. Wir waren jetzt bei 3, 4 entfällt, 5 entfällt, 6, 6, 1 haben wir keinen im Umlauf beschlossen, 6, 2, 1 war der hinzugefügte Tagesordnungspunkt, kein Ausschluss von Vertretungen der schulenfreier Trägerschaft, von Mitbestimmung in schulgesetzlich verankerten Bezirks- und Landesgremien. Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes. Also, das ist ein Antrag von mir. Da geht es im Prinzip darum, wir haben sowieso immer so ein Problem mit der Anerkennung der Arbeit, aber auch der Arbeitsfähigkeit von Schulgremien auf Landes- und Bezirksebene, insbesondere halt Schülervertretungen, die
eigentlich sehr viel mehr machen wollen würden und könnten, als sie dürften und bezahlen können. Denen geht in manchen Bezirken so die Legitimation flöten. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass diejenigen, die sich gerne beteiligen wollen würden, wie zum Beispiel Schulvertretungen oder Schülervertretungen der freien Schulen, nicht dürfen, weil sie nur aus fadenscheinigen Gründen nur beratend tätig werden dürfen in solchen Gremien. Das heißt dann, die dürfen dann nicht mit abstimmen, wenn es um Fragen der Bezirksschulpolitik geht. Die dürfen sich nicht in die ganz offiziellen Gremien wie diese Schulbeiräte auf Landes- und Bezirksebene reinwählen lassen und so weiter und so fort. Und deswegen machen die dann auch nicht mit. Gleichzeitig argumentiert die SPD alle Nasen lang, dass die freien Schulen, wenn sie mehr Geld haben wollen oder wenn sie die gleichen Vorzüge genießen wollen wie öffentliche Schulen, auch sich doch bitte an die gesetzlichen Vorgaben, die für alle Schulen gelten, halten sollen. Das funktioniert halt gerade im Bereich der demokratischen Mitbewirkung so nicht. Deswegen wollen wir die Worte mit beratender Stimme, das mehr ist es nicht, im entsprechenden Paragraphen 110 Absatz 2 Satz 2 Schulgesetz streichen. Und führen in der Begründung noch an, warum die Begründung, dass es da drin steht, Quatsch ist. Da steht nämlich im Prinzip drin, ja, dass freie Schulen ja nicht von den Beschlüssen in diesen Gremien betroffen sind. Ja, das ist halt schon dann falsch, wenn es ums Schulessen geht. Auch die Grundschulen unter freier Trägerschaft unterliegen auch der neuen Schulessensverordnung. Gilt genauso bei allen möglichen Sanierungsfragen, Fragen der Inklusion, der Finanzierung, Rahmenlehrpläne, daran sind sie auch gebunden. Das sind auch Stellungnahmen, die von den Gremien eingeholt werden und da beschlossen werden und so weiter und so fort. Insofern ist es zu streichen. Kleiner Antrag, im Prinzip ein No-Brainer. Gibt es Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Ist ein No-Brenner, habe ich gesagt. Ne? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, den Antrag dann auch so einzubringen? Das ist einstimmig mit allen Stimmen. Vielen Dank. Dann machen wir das so. Der geht an Bildjukfam. Ne? Der ist ja sogar vorne. Ist ein Gesetz. Und der ist ein Gesetz. Der wäre sogar vorne. Genau. So, dann kommen wir zu Punkt 7, allgemeine Anträge. 7.1 haben wir nichts, 7.2 haben wir einen allgemeinen Antrag von Dr. Simon Weiß, Organstreit wegen Verletzung Artikel 59 Absatz 3 Satz 2 Verfassung von Berlin. Bitte, Herr Weiß. Ja, genau, wir wollen, oder ich will das, wir wollen mal hier wieder den Senat verklagen. Ja, ich bin da. Naja, Moment. Genau, wurde vorhin schon gesagt, dass darauf hingewiesen, dass der Begriff Organstreit möglicherweise Abwehrreflexe hervorruft. Dazu nur kurz vorweg. Also erstens bin ich zuversichtlich, was unsere Gewinnchancen angeht. Zweitens ist im Moment die Planung auch die, dass es uns nichts kostet. Aber ich sage erstmal, worum es inhaltlich geht. Inhaltlich geht es um eine Feststellungsklage, die feststellen soll, dass der Senat dem Abgeordnetenhaus den Entwurf des E-Government-Gesetzes nicht rechtzeitig übersendet hat. Eigentlich, deshalb ist auch der Grund, warum es eine Feststellungsklage ist und nicht einfach eine Klage auf Übersendung dieses Gesetzesentwurfs, den wir inzwischen sowieso auf anderem Wege haben. Eigentlich geht es aber darum, dass der Senat allgemein seiner verfassungsgemäßen Pflicht, Gesetzesentwürfe frühzeitig dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis zu geben, nicht nachkommt. Ich nehme an, dass ihr das alle aus eurer Erfahrung bestätigen könnt. Die Verfassung ist eigentlich relativ, die Verfassung von Berlin ist eigentlich relativ deutlich, da steht drin, Gesetzentwürfe des Senates müssen dem Abgeordnetenhaus frühzeitig übersandt werden, spätestens, wenn sie betroffenen Kreisen zur Stellungnahme übersandt werden. Ja, genau. Das findet man auch, wenn man sich anguckt, die Verfassungsreform, die damals diesen Paragraphen eingeführt hat, da findet man auch in der Begründung, steht auch, das soll halt verhindern, dass solche Verbände irgendwie über Gesetzesvorhaben Kenntnis erlangen, bevor das Abgeordnete tun. Passiert aber ständig so. Genau. Ist verfassungsrechtlich zulässig. Ich habe vor einer Weile schon mal eine Anfrage gestellt, um das aufzulisten, wie das denn der Senat das macht, wie er das bis jetzt in der Legislatur gemacht hat. Es gibt zahlreiche Fälle, wo der Senat offen zugibt, dass er das nicht sofort getan hat. Ja, so. Es gibt auch noch auf einer anderen Anfrage von mir eine Aussage des Senats, dass er das auch für völlig in Ordnung hält, weil nach Auffassung des Senats mit diesem Verfassungsparagrafen Gesetzentwürfe ja nur Gesetzentwürfe gemeint sind, die der Senat als Ganzes bereits beschlossen hat. Bitte wirken lassen. Dann macht das nicht.
Ja, wenn der Senat als Ganzes ein Gesetzentwurf beschlossen hat, bringt er ihn normalerweise sowieso sofort ins Abgeordnetenhaus ein, dass das also keine frühzeitige Kenntnis gab und das ist sowieso nach allen Anhörungsverfahren. Das ist alles, also das ist, der Senat ist da relativ unverschämt, was das angeht. Wir wollen jetzt konkret an dem Fall E-Government-Gesetz rangehen, weil das E-Government-Gesetz, da gab es schon in der letzten Legislaturperiode Referentenentwürfe. Seit dem Referentenentwurf von dem letzten Referentenentwurf von Rot-Rot kam da nichts von Seiten des Senats, obwohl es auch schon einen Referentenentwurf von Mitte 2013 gibt, den wir inzwischen per IFG bekommen haben, der damals 2013 auch schon betroffenen Kreisen zugeschickt wurde zur Stellungnahme und der sich der Senat bis heute noch nicht veranlasst gesehen hat, dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis zu geben. So, darum geht's. Feststellungsklage hieße dann, dass, also bei einer Feststellungsklage würde man dann auch sich darauf berufen, dass die Gefahr besteht, dass es wieder passiert. Also der Senat kann sich da nicht einfach rausfinden, indem er den Entwurf übersendet, weil es geht um die Sache allgemein. Und da der Senat schon gesagt hat, dass er das für legitim hält, ist es auch plausibel, dass er plausibel und wird auch dem Gericht plausibel zu machen sein, dass die Gefahr besteht, dass er auch in Zukunft so handelt. Und das würde dann die Feststellungsklage möglich machen. Und ja, wie gesagt, da der Sachverhalt, also beziehungsweise da die Rechtslage eigentlich meiner Einschätzung nach relativ klar ist, gehen wir im Moment davon aus, dass wir das quasi dass wir da jetzt keinen externen Sachverstand hinzuziehen müssen für die Klage, sondern das über das Justizariat intern machen können. Deshalb würden da jetzt auch voraussichtlich keine Kosten entstehen, aber genau, also die Idee wäre dann, dass ihr jetzt beschließt, dass wir das tun. Dann würden wir eine Klageschrift oder beziehungsweise das Justizariat würde eine Klageschrift ausarbeiten und dann würden wir klagen. So. Super. Gibt es dazu weiteren Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Da kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, das so zu machen, wie Herr Dr. Weiß vorgeschlagen hat? Verklagen. Alle einstimmig ohne Enthaltung dafür. Dann ist das auch so beschlossen und es wird weiter tätig worden sein. Es wird gefragt. Ja, die Fragen im Chat, die darf der Herr Dr. Weiß selbstständig. Er sieht aber auch heute besonders gut aus. Ich kann das nachvollziehen. Selbstständig beantworten? Ich lese die jetzt nicht vor. Wahlen haben wir gerade keine, es sei denn, ihr wollt konstruktives Misstrauensvotum. Anyone? Ja? Nee. Dann haben wir Termine. Nächste Fraktionssitzung ist am 27.01. 15 Uhr, also nächste Woche Dienstag in diesem Raum. Und wir haben mehrere Veranstaltungen von Abgeordneten. Es gibt immer noch diesen Neujahrsempfang am 22.01. Warum eigentlich Donnerstag? Donnerstag, ja. Warum nicht an dem Donnerstag? Weil wir am Freitag arbeiten müssen alle. Ja, na und? Gut. Hält ich das davon ab? Irgendwie. Ja. Dann gibt es am 27.01. Die Finissage des Büros, also der Ausstellung Überzeichnete, Büro der guten Laune am 28.01., weil der 27.01. ein wichtiges Gedenkdatum ist. Warum an dem Dienstag? Der 27.01. ist hier bewusst, was ja, das ja, für ein klar, Datum ist? Gut, ist genau an diesem Punkt. Dann gibt es Gender und Rechtsextremismus. Welche Bedeutung haben Geschlechterrollen in der rechten Szene? Mit Heike Radwan von der Amadeo-Antonio-Stiftung in der N64 am 28.01., also dann ein Mittwoch um 19.30 Uhr. Und die N64, das Büro, feiert einjähriges Jubiläum davor am 21., das ist auch ein Mittwoch, das ist morgen. Ein Februar, stimmt, das ist kein Mittwoch. Februar. Ein Save the Date, stimmt. Es gibt auch einen Facebook-Veranstaltungslink. Wer auf Facebook ist, darf da draufklicken. Genau, sonstige Termine lese ich jetzt nicht alle vor und es gibt wieder Besuchergruppen. Wenn jetzt sonst nichts weiteres ist unter der Ankündigung, würde ich zu Sonstiges kommen. Da gibt es noch Gesprächsbedarf von unserem lieben Abgeordneten Wolfram Pries zum Lieblingsthema Staatsoper. Ja, nur kurz zum Stand der Verhandlungen. Wir sind jetzt noch nicht ganz so weit, aber der Antrag ist sozusagen auf der Zielgeraden. Wir hatten unterwegs ein bisschen Zoff mit den anderen Oppositionsparteien, hauptsächlich mit den Grünen, ja.
Weil wir da ein bisschen eskaliert haben, die Pressekampagne, und wir haben da eben auch mitgemacht. Deswegen haben sie uns erstmal vor die Tür gesperrt und haben uns nicht mit verhandeln lassen. Wir haben allerdings im Zuge einer Presseerklärung unsere Punkte da schon klar gemacht. Und aus meiner Sicht und eigentlich auch der Sicht unserer Mitarbeiter sind unsere wesentlichen Fragestellungen da im Grunde mit eingegangen, vielleicht nicht immer in der Formulierung, wie wir sie uns gewünscht hätten, und in der Schärfe, wie wir sie uns gewünscht hätten, aber im Untersuchungsauftrag würde das dann so drinstehen, dass man auf jeden Fall auch unsere Fragen dann daraus lesen kann und daraus interpretieren kann, bis auf einzelne Punkte, die aber sowieso ein bisschen strittig waren, wo wir jetzt vielleicht nicht drauf rumhacken werden. Es gibt noch ein paar Feinabstimmungsprobleme, wo wir jetzt mit der Mitarbeitern dran sind, aber ich würde das schon mal ankündigen, dass also zur nächsten Fraktionssitzung, da in der nächsten Woche soll es dann auch bei den Grünen und bei den Linken beschlossen werden, und wir würden dann wahrscheinlich auf diese Art und Weise zu einem gemeinsamen Beschluss gleichzeitig kommen. Fürs nächste Plenum werden wir es wahrscheinlich dringlich nicht mehr drauf kriegen. Aber so wäre die Verfahrensweise, und wenn es da irgendwelche Fragen oder Bedenken gibt, dann könnt ihr euch an mich wenden, oder wer die Sachen vorher schon mal sehen will, aber das ist, wie gesagt, noch ein bisschen im Abstimmungsprozess. Genau, ich habe den Entwurf auch schon gesehen und gelesen. Ich sehe das ähnlich wie du und kann mich da auch dem Votum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur anschließen. Also es hat offensichtlich auch was gewirkt, dass wir uns ausnahmsweise mal verhalten haben wie die Grünen und über die Presse unsere Inhalte gespielt haben. Insofern war das durchaus von Erfolg gekrönt. Wenn die jetzt in der Schlussabstimmung sich weiter bockig geben, habe ich ja schon gesagt, wir müssen da auch nicht mitmachen. Wir können auch den Untersuchungsausschuss bespielen, ohne den mit einzubringen. Das geht alles. Ist nicht so das Problem. Tja, dann muss ich ja auch nicht kleiner machen, als man ist. Dann hat mich noch gewundert, vielleicht kannst du dazu was sagen, falls ihr noch mal drüber geredet habt. Es hieß ja immer, dass keine bautechnischen Sachen, dass, insbesondere die Grünen wollten das ja nicht, irgendwie nichts Bautechnisches. Jetzt gibt es aber zumindest ein Fragenkapitel zum Baucontrolling und ein Fragenkapitel zum Bauablauf und zur Bauplanung. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ja, na, ein bisschen Bau spielt natürlich da immer mit rein, aber ich würde das als Zeichen dafür sehen, dass Sie unseren Entwurf aus der Pressemitteilung deutlich gelesen haben und auch mithilfe Ihrer Arbeitskräfte das durchaus nachvollzogen haben und überarbeitet haben. Ich könnte mir fast, also man will ja nicht sagen nur gelesen, sondern es ist ja eine gute Vorlage, ne, für eine gemeinsame Oppositionsarbeit, was wir da geliefert haben. Ja, gut, vielen Dank. Dann würde ich dich nur darum bitten, dann rechtzeitig den Antrag, also bis Ende dieser Woche abstimmen oder vielleicht bis Ende nächster Woche, je nachdem wie euer Zeitplan ist, rechtzeitig den Antrag für eine Fraktionssitzung zu stellen, ne, weil es ja schon umfangreicher Antrag ist, dann dich auch mit, Andreas hatte sich bereit erklärt, als stellvertretendes Mitglied zu fungieren, mit Andreas abzustimmen, sodass wir dann eben auch die Wahlvorschläge offiziell vollständig beschließen können. Das wären dann mindestens zwei Anträge, und das auch bitte fristgerecht. Du hast ja jetzt die Aufgabe, dir da Arbeit zu machen, deswegen gebe ich dir die Hausaufgaben einfach mit. Gut, haben wir noch weiteres zu Sonstiges? Das, so scheint es, ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung um 15:52 Uhr. Tschüss.